Mein Chef hat mich mal ausgezankt aus irgendeinem Grund. Er war immer so ein schlecht gelaunter Besen. Da wünschte ich, er wäre tot und nachts hab ich's geträumt. Und am nächsten Tag ist er tot gewesen. Mein Mann, das war ein Schlappschwanz, Sie wissen, was das heißt? Wer was Ähnliches zu Hause hat, ist im Klaren. Da träumte ich von seinem Tod und eine Woche drauf hat ein Riesen-LKW ihn überfahren. Also geben Sie Acht, also geben Sie Acht, also geben Sie Acht und bringen Sie mich nicht zum Schäumen. Sie sind bis jetzt ein feiner Mann, doch wenn ich Sie nicht leiden kann, dann brauche ich nur von Ihrem Tod zu träumen. Also geben Sie Acht, also geben Sie Acht, also geben Sie Acht, Sie rennen sonst in Ihr Verderben. Drum seien Sie mal ein bisschen nett, sonst gehe ich gleich nach Haus zu Bett und spreche das nächste Mal mit Ihren Erben. Mein Hauswirt wollt mehr Miete aus reiner Wucherei. Da dachte ich mir, warum soll er das haben? Ich träumte eine Nacht von ihm, das kostete mich nichts. Eine Woche später haben wir ihn begraben. Da hatte ich eine Freundin, die hübscher war als ich. Na, da setzte ich mich abermals in Trab. Im Traume dachte ich noch, die Frau vermisse ich nie. Aber jetzt geht sie mir doch ein bisschen ab. Also geben Sie Acht, also geben Sie Acht, also geben Sie Acht, Sie sind mir noch ein Stück zu munter. Ich hab zwar jetzt schon disponiert und meine Träume reserviert, doch irgendwo bring ich sie schon noch runter. Also geben Sie Acht, also geben Sie Acht, also geben Sie Acht, wenn ich das Schlafengehen erwähne. Sie sind bis jetzt wohl reichlich kess und lachen mich noch aus, indes Sie werden schon noch höflich, wenn ich gähne. Nur eines macht mir Sorgen, ich war gestern Abend aus. Das erzähle ich Ihnen noch rasch, bevor wir scheiden. In der Bahn war ein Spiegel und darin sah ich mein Bild. Und mit einem Male konnte ich mich nicht leiden. Ich sah ekelhaft und hässlich aus und dachte plötzlich auch an die Menschen, deren Tod ich schon geträumt hab. Was geschieht, wenn ich von mir selber träume? Ich krieg da den Schreck, wo ich doch in meinem Leben so viel versäumt hab. Also gebe ich jetzt Acht. Also gebe ich jetzt Acht. Also gebe ich jetzt Acht. Ich gehe um keinen Preis mehr schlafen. Ich nehm seit gestern Aufputschpillen. Ich will mich doch um Gottes Willen nicht selbst durch meine Träume noch bestrafen. Also gebe ich jetzt Acht. Also gebe ich jetzt Acht. Also gebe ich jetzt Acht und bleib auf keinen Fall allein. Weil ich doch nicht zu hoffen hab, wenn ich die Augen nicht offen hab. Ich habe ja auch gestern Nacht nicht anders hinter mich gebracht. Ich weiß, es ist sehr ungesund, doch besser als ich schweige und schlaf ein und schlaf ein und schlaf ein.